Es gibt viele Möglichkeiten, sich vom Galaxy hier in Jena zu verabreden. Ich bin das heute mal ganz, ganz früh am Morgen und treffe mich dabei mit einem Wesen, das hier auch noch relativ neu ist und sich deswegen mal umschauen möchte, was eigentlich in der Nacht bzw. am frühen Morgen denn hier so los ist. Und da war ich auch gespannt drauf. Also schauen wir uns das mal zusammen an. Ab geht's. Während die Stadt noch tief und fest schläft, ist Coco, das neue Maskottchen im Galaxy, schon hellwach. Die Neugier treibt das junge Äffchen um und der Wunsch, auch bei den nächtlichen Arbeiten im Freizeitbad mitzuhelfen. Und davon, wie Coco mittlerweile weiß, gibt es jede Menge. Zum Beispiel müssen sämtliche Wege einmal richtig gründlich gesäubert werden. Reinigen und Desinfizieren sind zwei der Hauptaufgaben, die die Bädermitarbeiter vor der Öffnung erfüllen müssen. Das muss natürlich auch kontrolliert werden, genauso wie die Wasserqualität in den Becken. Von den drei täglichen Proben wird eine am Morgen entnommen. Dafür sind junge Affenhände aber nicht geeignet. Denn nicht nur die für den Test richtige Menge an Wasser einzufangen, auch die Analyse an sich überlässt Coco lieber den Fachkräften im Haus, denen er dabei neugierig über die Schulter schaut. Die Wasserqualität wird von uns mehrmals am Tag überprüft, das heißt durch unsere Mitarbeiter in der Technik und im Badbereich. Die sind dafür zuständig, alle Becken einzeln zu kontrollieren. Das heißt, das freie Chlor, das gebundene Chlor zu prüfen und auch den pH-Wert, dass die Wasserqualität zu jeder Zeit den gleichen Anforderungen, dem gleichen Standard entspricht. Aber auch abseits der Becken gibt es eine ganze Reihe von Vorbereitungsarbeiten, die bis zur Öffnung des Freizeitbades Punkt 10 Uhr erledigt sein müssen. In der Sauna, die gerade in der kalten Jahreszeit hilft, etwas gegen Erkältung und Co. zu tun, sorgt Coco kurzerhand selbst für die letzten Handgriffe. Manchmal handelt es sich bei denen nur um kleine Details. Aber es soll ja auch alles schön sein, wenn die Badegäste kommen. Manchmal reicht eine Nacht dafür aber nicht. Das Galaxy schließt auch einmal im Jahr für ca. eine Woche, das heißt die Revision und Instandhaltungswoche. Dort werden Arbeiten durchgeführt, die während des normalen Badebetriebs nicht möglich sind. Zur täglichen Routine gehören außerdem die Überprüfungen der Technik. Coco weiß genau, wo die Anlagen stehen und auch die Schaltpläne hat er längst entdeckt. Aber zum Rumspielen an den Knöpfen sind die Steuereinheiten für Lüftung, Heizung, das Wellenbecken und so weiter nicht geeignet. Deswegen gilt auch hier, lieber den Fachleuten überlassen, denn Sicherheit ist Trumpf im Galaxy. Auf den Schreck begnügte sich Coco mit einer Aufgabe, die ihm besonders gut gefällt. Denn wenn fast alle Arbeiten erledigt sind, müssen zum Beispiel die Liegen wieder richtig hingestellt werden. Und da sind neugierige Augen, die ganz genau hinschauen, Gold wert. Die Vielzahl an kleinen, mittleren und großen Arbeiten sind der Grund, warum im Freizeitbad eigentlich immer was los ist, auch wenn gar keine Besucher da sind. Allerdings zieht an bestimmten Tagen auch schon vor 10 Uhr Leben in den Becken ein, durch Vereins-, Baby- oder Frühschwimmen, während die morgendlichen Arbeiten im Bad noch in vollem Gange sind. Dann gibt's bei Coco erst recht kein Halten mehr, denn Badegäste bespaßen zieht er dem Putzen dann doch vor. Außerdem kostet so eine ganz frühe Schicht echt viel Kraft und das haut selbst den stärksten Affen einmal um. Wer fleißig ist, hat sich eine Pause verdient. Die Hauptsache ist schließlich, dass das Galaxy rechtzeitig zur Öffnung wieder sauber ist und alles überprüft wurde. Denn nur dann steht dem Badespaß für die Besucher und natürlich auch für Coco nichts im Wege.